Na, hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich mal wieder für euch in Leech unterwegs. Und zwar wollte ich euch eine kleine World Quest zeigen. Es handelt sich hier um die Quest Ein Spion unter uns und diese befindet sich hier im unteren Teil von Suruma. Und für diese müssen wir uns erstmal verstecken an einem Treffpunkt. Und ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, weil es hier angezeigt wird, dass das Versteck hier eins von diesen Körben ist, wie es schon bei einer anderen Quest der Fall war. Dies ist aber definitiv nicht der Fall, sondern wir müssen in dieses Haus rein, dann in die obere Etage und uns hier hinstellen. Und ja, dann kommt nach einer Weile hier dieser Spion und dem müssen wir dann nachlaufen. Und wichtig ist, beziehungsweise wichtig für euch ist, vielleicht sind die Koordinaten, und zwar ist das bei 46, 75 stehe ich jetzt hier in diesem Haus drin. Und ja, diese Körbe sind ziemlich uninteressant, da passiert nämlich gar nichts. Ich dachte schon, die Quest buggt rum oder so. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, ist doch eh easy, ich hab's doch eh gefunden. Ich habe da echt mich eine Weile angestellt und hab's nicht gefunden gehabt, deswegen mache ich jetzt dieses kleine Video, vielleicht hilft's dem einen oder anderen dahingehend weiter. So, die wichtige Information war es das anscheinend, ihr könnt jetzt an der Stelle schon abschalten. Ich werde jetzt noch die Quest kurz fertig machen, vielleicht braucht auch der ein oder andere ein bisschen Hilfe beim Nachlaufen, denke ich zwar nicht, aber wenn wir schon bei der Quest sind, dann schließen wir sie doch auch fertig ab. So, jetzt müssen wir halt einfach diesem Typen nachhatschen, es ist halt, ja, ein bisschen langwieriger, denn man darf nicht in diesem Kreis kommen, wenn du nämlich in den Kreis kommst, dann läuft er weg, weil dann hat er dich entdeckt, dass du ihn verfolgst, beziehungsweise wenn du zu weit weg bist, dann ist er auch irgendwann weg, also da muss man ein wenig gucken. Bisschen nervig ist, dass er relativ lahm läuft, also sprich, wenn man normales Laufen anhat, dann ist man zu schnell. Ich glaube, bei Gehen, irgendwo hatte ich hier auch Gehen auf dem Nummernblock. Oder nee, das hatte ich, glaube ich, eh schon mal umbelegt. Da muss man mal gucken. Dann ist man, glaube ich, ein Ticken zu lahm, wenn man nur Gehen drin hat. Auf jeden Fall läuft er halt hier die Stadt, redet mit einigen Leuten und dreht dann auch irgendwann mal, also da hinten hatte ich es vorhin, da habe ich es einmal verkackt, da habe ich auch schon mal eine Aufnahme gestartet gehabt und habe dann was zu Addons erklärt nebenbei. Und da ist er auf einmal umgedreht, war nicht so prickelnd. Ja, so, was ich vielleicht jetzt gleich da beantworten könnte, bevor die Fragen kommen, das hier ist World Quest Tracker, das ist die Addon, also diese World Quest gleich so zusammenfasst. Ist eine relativ praktische Sache, um da so ein bisschen gleich die Belohnung zu sehen, beziehungsweise auch schon gleich auf der Karte das so schön zusammengefasst zu haben. Also mir hilft es auf jeden Fall. So, da habe ich es letztes Mal verkackt, weil er dann wieder zurückläuft, dieser Typ. Und das andere, was ich drauf habe, ist hier Handy-Notes für diese Schätze, also die und halt auch für Rares, aber da ich schon 90% von denen abgeklappert habe für Achievements, sieht man da nicht mehr sonderlich viel. Aber die beiden Addons sind echt ganz praktisch, um die World Quest bzw. die Rares und Treasures auf Legion bzw. zu verheerten Inseln ein wenig besser zu sehen und auch zu finden. Dann kann man halt neben dem World Quest auch gleich die Sachen mitnehmen, also bietet sich dementsprechend an, weil ich habe es blöderweise beim Leveln noch nicht draufgezogen und das habe ich jetzt so ein bisschen bereut, muss ich sagen. Na super, jetzt kommt da so eine komische Wache genau diesen Weg entlang. Wer ist da? Na super, na super, na super. Ich darf den Typen nie verlieren. Oh yes. Es hat geklappt, jetzt muss ich mich schnell verwandeln. Aha. Ihr möchtet etwas sagen? Den muss ich umnutzen. Wollte gerade sagen, wenn ich das jetzt verkackt hätte, da deswegen. Also anscheinend, wenn man aufgedeckt wird von so Wachen, hat man es nicht verkackt. Das wäre jetzt ätzend gewesen, dem nochmal nachzulaufen, habe ich wenig Bock. Wir sollten froh sein, dass wir ihn erwischt haben. Je weniger die Großmagistrix weiß, desto besser. Also hier haben wir 150 Rufe gekriegt, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Vor allem, man braucht ja für die Instanzen den Ruf auf 8000 hoch. Und ich bin jetzt bei 7000, habe noch dieses Szenario. Ich denke mal, vielleicht heute spät abends, wenn noch ein paar Bonusziele kommen, beziehungsweise morgen müsste ich meinen Ruf 8000 haben und dann mit 8000 kann man nochmal zwei weitere Mystik-Instanzen gehen und ja, vielleicht mein Gear nochmal ein wenig aufpolieren, beziehungsweise natürlich auch noch ein paar Achievements und so. Ja, dann sind wir hier auch schon wieder am Ende von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.